hier wieder rauszukommen, ist eine ganz andere Nummer. Genau. Und jetzt? Komm einfach raus. Okay, wenn du es so möchtest. Ich komm gerne mal raus. Hab dich nur fast selber umgebracht. Aber egal, das war es wert. So leicht gebe ich nicht auf. Na komm. Oh, wie krass. Das ist gerade richtig krass. Warte mal, wo ist denn meine Waffe eigentlich? Das sind nicht meine Waffen. Meine Waffen sind weg. WTF. Ja, hi. Was die für Geräusche, Mann. Das ist so bescheuert. Ja, na, da ist er geflogen, wie ein kleines Vöglein. Mit Glatze. So eine Flachzange. Aber den braucht keiner, deswegen. So, jetzt müssen wir hier entkommen, ja? Das ist nicht so mein Fachgebiet, aber mal gucken. Schaffen wir schon irgendwie. So, erstmal hier ein bisschen Leben holen. Das wird immer knapper bei mir. Oh, Geld! Ui, das ist nicht wenig. Jetzt hier noch eine Schutzweste. Geht doch. Finde ich nicht schlecht, was wir hier gerade finden. Umschauen ist ja sowieso wichtig. Ich bräuchte aber echt andere Waffen. Na gut, wenn wir jetzt runtergehen mit dem Fahrstuhl, dann wird es wahrscheinlich jetzt gleich hier heiß hergehen. Bin ich gespannt. Zieht weiter auf diesen verdammten Fahrstuhl! Steh auf und sieh nach, ob er noch drin ist! Nein, da bin ich nicht. Da bist du also. Ja, mach diesen Sack voll Scheiße tot. Okay. Oh, Scheiße. Wie ich auf die Scheiße sagen. Mach die Scheiße tot, diese Scheiße. Na gut, ich gehe jetzt hier runter. Ist der hier oder sind die hier? Hä? Das ist jetzt Verwirrung. Zeit zu sterben, Arschloch! Ach, kommen die mir hinterher? Wenn er nicht mehr hier ist, gebe ich keinen Fliegenschiss auf ihn. Die mit ihrem Scheißen und Schiss und Kacke. Wir müssen dieses Arschloch finden. Ich würde gern C4 legen, aber das würde mich auch, glaube ich, umbringen. Euch will ich nicht töten. Ihr seid unschuldige Menschen. Polizei, Hilfe! Außer ihr ruft die Polizei, dann habe ich keine Gnade. Polizei muss verständigt werden. Nein, muss sie nicht. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich mache mal nur zur Sicherheit, damit die jetzt nicht die ganzen Cops hier holen. Klar doch. Arschloch auf 12 Uhr. Ich mach ihn alle. Das glaubst ja du, oder? Das hier. Hammer stirbt zuerst. Kann mich nicht bewegen. Das hier. Hab ich ihn? Der Bastard hat nur Glück gehabt. Ich hab kein Glück. Jetzt hört er mal auf. Warum sind hier so viele? Guck mal, eine Krise. Eine Krise. Den haben wir auch. Viele da oben sind, das ist nicht schön. Wir müssen eigentlich nur abhauen, ne? Klauen wir mal ein Auto von denen.
Diese Musik muss ich ausmachen, die stresst einfach nur. Oh, das Auto ist echt scheiße. Einfach nur abhauen, ne? Tschüss! Sucht mich doch! Okay, wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Hui. War aber jetzt auch nicht so schwer eigentlich. Hat aber Spaß gemacht. Abgeschlossen. Muss ich jetzt zuweisen oder was? Jeder wird's mitkriegen, haben wir jetzt abgeschlossen. Tony D'Orazio hat gerade vor dem Royal das Pflaster geküsst. Die Innenstadt gehört uns. Kavar Construction, die falschen Baustellen, das Imperial, die ganzen Schlappschwänze, die dem Mob Geld schulden, alles unser. Yeah. Mein bisher einziger Bezirk ist River Row. Und so toll es da auch ist, ich will mehr. Ich schmeiß schon das halbe Viertel. Kannst es mir auch ganz geben. Ist ja nett, dass ich dir den halben Bezirk erobern soll, wirklich. Noch dazu, wo ich außen vor Wasser für den Schlachter abserviert haben. Aber das große Geld macht nur, wer den ganzen Bezirk kontrolliert. Es ist doch so, Linker. Wenn ihr Jungs euch hier um einen Bezirk streitet, endet das jedes Mal in einem Schwanzvergleich. Wäre doch leichter für alle, wenn du mir das Territorium... Oh, jetzt muss ich das wieder... Oh Gott. Überleg dir das gut, Junge. Wer soll's denn nun sein? Gib mir das Viertel und Marcano wird sich in die Hosen scheißen. Ich tue alles, was du sagst. Das muss dir was wert sein. Oh Mann. Warte, bis sie die Iren in ihrem Viertel sehen. Oh Mann. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Kann ich nicht auf der Karte irgendwie gerade gucken? Das ist gerade ein bisschen doof. Das ist auf jeden Fall... Du weißt, ich bin die Einzige, auf die du dich verlassen kannst. Da würde es auf jeden Fall bei beiden runtergehen. Jetzt muss ich entscheiden, ob es bei Birk runtergeht oder bei Vito. Minus 10.000. 100.000. Habt ihr eine Null nicht gesehen? Scheiße. Kontrollierte Bezirke hat er einen, hat auch nur einen. Und sie hat zwei. Also wir müssen ist schon... Ist nicht einfach. Glaub mir, ich kenne das. Er versteht mich. Er versteht mich. Die Kopf bestechen. Oh Mann, ich weiß nicht. 6.000... Ich geb's Vito. Also, wie sieht's aus? Der hier geht ans Skelette. So habe ich mir das vorgestellt. Wenn ich noch länger hier bleibe, platzt mir doch der verdammte Schädel. Oh. Also gut, dann... Sind wir fertig? Weil dann gehe ich. Zeit wieder loszulegen. Die sind ein bisschen angepisst, ne? Also der Burke und Cassandra sind jetzt ein bisschen angepisst. Burke, habe ich das Gefühl, er wird immer saurer, also wütender, saurer. Immer wütender und ich habe Angst, dass er sich irgendwann gegen uns stellt, ne? Weil das kann ja passieren. Und darauf habe ich keinen Bock. Scheiße. Aber ich glaube, wenn Vito sagt, er hat schon die Hälfte davon und das Ganze dann, ja, die Polizei weitet die Suche nach dem männlichen Schwarzen, der für das Massaker im Royal Hotel verantwortlich sein soll, aus. Der Verdächtige ist ca. 1,91 Meter groß, bewaffnet und sehr gefährlich. Du hast Tony vom Dach des Royal Hotel geworfen? Ah, stimmt nicht. Es war sein Penthouse-Fenster. Du hattest schon immer einen Hang zum Dramatischen. Tonys Buchhaltung. Die letzten paar Seiten sind sehr interessant. Hast du eine Ahnung, was US5CJ heißt? Nein. Moment mal. Heilige Scheiße. Warum verschenkt Lou 10 Riesen an ein Bordell und dieselbe Summe an eine Drogenhöhle? Greco hat Scaletta und mir erzählt, dass Marcano ein Vermögen ausgeht, damit Glücksspiel endlich legalisiert wird. Und wen sollte man da schlauerweise an seiner Seite haben? Natürlich einen Richter vom 5. Berufungsgericht, US5CJ. Exakt. Es gibt über 20 Richter in der Kammer. Jeder kommt in Frage. Ein Typ wie der, um den es hier geht, lässt sich normalerweise nicht ins Handwerk pfuschen. Ich klappe mal die Adressen ab, die hier drin stehen. Okay. Unter Panik. Und bittet Lou um Hilfe. Und so kriegen wir raus, wer es ist. Lass das Abhörgerät laufen. Schalte ich nie aus. Nee, bist du ein Spitzel, das ist mir klar. Bam. Mafia Arzt 3. Beschleunigte Aufladung des Gesundheitsbalkens. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Wir haben ja jetzt Vito dieses Gebiet hier gegeben. Oh weia. Wir müssen dafür sorgen, dass, ich würde sagen, dass, wenn wir das hier machen, diesen Auftrag, das kriegt dann auf jeden Fall Burke.
Das wäre dann wieder Cassandra, Burke, aber dann habe ich jetzt hier keine Idee, was ich dann Vito noch geben könnte. Er beherrscht jetzt zwei Gebiete, sie beherrscht zwei Gebiete und Burke müssen wir auch noch ein Gebiet geben. Vielleicht das hier. Dass es dann hier so sich verteilt, aber das... Es ist schwierig. Quang, hey, schön, dass du da bist. Dafür, dass er farbig ist, hat er ziemlich helle Wimpern. Echt? Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Lol. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch machen soll jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwie jetzt als Feind bekomme, weil ich helfe Cassandra, Vito und Burke. Und wenn einer irgendwie jetzt sich benachteiligt fühlt, dann wird er uns irgendwann angreifen und uns töten. Das wäre scheiße. Ja, jetzt haben wir das auch eine ganze Weile gespielt. Ich weiß nicht, über eine Stunde? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was anderes spielen soll. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie nichts mehr so zur Verfügung. Außer Overwatch halt, aber sonst... ich weiß nicht. Ich würde schon gerne noch was anderes spielen. Das ist jetzt die Frage. Okay. Ich muss mal kurz Munition hier. Kannst du mir Nachschub ins neue Waffen holen? Bin gleich da. Guck mal hier. Gepanzerter, das Auto, was? Okay, ich habe irgendein neues Auto bekommen. Brauchst du irgendwas? Ja. Gefallen verlieren. Oh, ja. Wenn du einem der Unterbosse einen Bezirk zuweist, übernimmt er die Kontrolle über die dortigen Geschäfte. Wenn sie bisher einen anderen Boss zugewiesen waren und dieser dir bislang Gefälligkeiten wie Dienst und Verbesserungen... Oh, jetzt habe ich es verkackt. Ups. Stehst im Weg. Das ist ja von Burke. Das ist von Vito und das ist von Cassandra. Okay. Also, ich dachte jetzt, ich habe irgendwelche Gefallen verloren. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Das wäre sonst... Das wäre echt kacke. Kann ich jetzt eigentlich... Ich muss mal kurz zur Pistole gehen. Warte mal. Die kann ich bestimmt immer noch nicht... Oh mein Gott. Ich kann endlich Pistolen holen. Mit Schalldämpfer, aber ich habe nicht genug Geld. Nein! Das ist doch... Das ist bitter. Ich kann die endlich holen. Scheiße. $28.000, was zum Teufel? Wie soll ich denn... Ach Mann, das ist doch jetzt voll Mobbing. Ich könnte die holen und jetzt habe ich nicht genug Geld dafür. Das ist schon bitter. Muss ich wohl ein bisschen mehr Kohle machen, ne? So ein Scheiß. Geh sorgsam damit um. Ich hau jetzt. Ja, hau mal ab, mein Freund. Hau ab. Scheiße, ich brauche mehr Geld, damit ich mir die holen kann. Hast du noch Lust auf was anderes? Lust, ja, aber ich weiß nicht was. Ich habe nur Overwatch jetzt noch. Ich habe jetzt Skyrim probiert, ein bisschen gespielt. Ich spiele gerade Mafia. So ein bisschen Abwechslung und ich habe eigentlich nur noch Overwatch. So PC-Spiele habe ich jetzt nicht wirklich. Oder müsste ich erst runterladen und dann, das würde zu lange dauern. Deswegen gerade ein bisschen doof. Was zum Teufel? Verteilerkästen. Ich muss zu jedem einzelnen hinfahren. Und die dann hacken sozusagen, damit ich überall abhören kann. Und das ist nicht wenig. Weil man zu jedem einzelnen Punkt hinfahren muss. Das ist brutal. Voll viel. Was zum Teufel? Ich guck mal gerade. Du gehst kurz eine rauchen. Ja, ich werde schon noch da sein. Ich überlege ja gerade noch, was ich machen werde. Das ist das French Word. Das Böse, das Menschen tun.
Sex. Was? Das ist böse? Das ist böse? Okay. Das wusste ich nicht, dass das böse ist. Wo ist denn diese Mission? Da ist die. Was habe ich gesagt? Das würde ich Vito geben, oder? Vito? Dann kriegt das Burke hier alles. Das kriegt dann Cassandra. Warte mal, das ist. Sie hat dann 3. 1, 2. Dann hätte er auch 3 und damit würde der auch 3 haben. Ich will schon, dass sie alle ausgeglichen haben. Ja, ich spiele Overwatch eigentlich immer auf PS4. Stimmt ja. Habe ich gerade nicht gelesen, dass da PC stand. Sorry. Oh, was ist denn das für ein Auto? Guckt euch mal diesen Scheiß an. Du tust mir leid, Alter. Ja, ich glaube, ich spiele aber ein bisschen Overwatch. Ich muss ein bisschen wach werden. Und jetzt habe ich hier wirklich... Ich habe Fantasy gespielt, ich habe jetzt Action gespielt und jetzt spielen wir einen Shooter. Das ist ein super Ausgleich hier. Und ich müsste eine kurze Pause machen. Weil die Kopfhörer töten mich. Liegt da eine Leiche? Was ist das? Ich dachte, da liegt eine Leiche. Was zum... Ich habe sehr merkwürdige Sichtweisen. Ich muss mal kurz was trinken hier auch. Wenn der jemanden erschießt, haben wir die Bullen am Arsch. Sorry. War ja keine Absicht jetzt. Also geht gleich weiter. So. Ich weiß nicht, ob ich die Mission jetzt noch machen soll. Wäre eigentlich keine schlechte Idee, weil die interessiert mich schon, die Mission hier. Und ich möchte, glaube ich, das machen, damit ich nicht vergesse, dass Burke diesen, ja, diesen Bezirk bekommen soll. Wie geht's? Ich hole mir jetzt ein Auto, es dauert nicht so lange. Habe ich nicht irgendwas Neues freigeschaltet? Weiß ich nicht. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest? Eine neue Schleuder. Dann bring ich ihn raus zu dir. Na, zeig mal. Warum ausgerechnet diese Farbe? Ich hasse sie. Ersatzheiße Reifen, wie bestellt. Das ist eine große Hilfe. Nein, Musik, scheiße. Dann fahren wir mal dahin und gucken, was da Schönes ist. Handbremse? Das ist die beste Handbremse, die ich je gesehen habe. So. Alter, dieses Auto. Ich meine nur so ganz kurz, guck mal, wie das gleich nach links ausschwingt. Ich brauch Kohle, ich will diese scheiß Schalldämpferwaffe haben. Gibt's ja wohl nicht. Ganz schön leer, ey. Das ist so leer hier einfach. Auch keine Autos und so. Was ist denn los? Wie so eine Geisterstadt. Schon ein bisschen traurig. Ich wünschte mir immer, dass hier mehr los ist, aber hier ist ja gar nichts. Ja, was soll man dazu sagen? Ein totes Mafia 3. Ich habe von da hinten gebremst, von da ganz hinten. Guck mal, wann der erst stehen bleibt. Das ist unfassbar. So, das ist jetzt hier ein schöner Club. Girls, girls, girls. Dann gucken wir mal. Jetzt habe ich aber was Besseres erwartet. Oh,
Fehler. Na, wenn das mal nicht mein neuer Lieblingsheld der Presse ist. Ja, was willst du denn? Corley, Sie schreiben immer noch für das Drecksblatt, oder? Je blutiger, desto besser verkauft es sich. Und bei dem, was Sie da draußen machen, ich komme kaum mit dem Drucken hinterher. Haben Sie was für mich? Huren. Wer im Frankfurt eine Edelhure sucht, geht zur Handsome Harry Ruby Show. Ein eigenhändig von Lou Marcano ausgewählter Mann. Ich wette, dass Lou seine ganzen VIPs zu Harry schickt. Wenn's ein kleiner Fick sein soll, dann gehen Sie zu Harry. Er hat alles, was man Die braucht. Reden hier, Kunden unglaublich. Ecke, Pornos und wenn Sie Geld haben, lässt er Sie Ihre perversesten Fantasien ausleben. Okay. Um so ein Arschloch wie Harry gleich das Wasser abzugraben, müsste man den Geldfluss sofort stoppen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Blaublüter von New Bordeaux in Sexskandal verstrickt. Oder vielleicht das finstere, perverse Herz der Stadt. Ich guck mal, was sie aus Harrys Leuten rauskriegen kann über die Operation. Und die reichen Gönner. Handsome Harrys Zuhälter werden schon wissen. Befrage Zuhälter und bla bla bla. Okay, wir haben jetzt einen sehr schönen. Okay, das sind sehr interessante Aufträge hier. Was zum Teufel? Okay, mit was fangen wir an? Wow. Das ist nicht wenig. Was sind das hier? Finde und zerstöre Pornofilme. Okay. Das ist... Machen wir das mal kaputt? Das ist sehr merkwürdig, diese Aufgabe. Na, gucken wir mal. Ich hoffe, wir sehen jetzt hier nicht irgendwelche Sachen, die man nicht so sehen sollte. Weil das ist ja nicht so gern gesehen in Twitch und YouTube. Also bitte, Spiel, mach keine Scheiße. Ich will nur kaputt machen, dann ist los. Ich will nur Schaden machen von 100.000 Dollar. Jazz. Ob da welche drin sind? Sieht mir so aus, als ob man da überhaupt rein kann.